Die New York Stock Exchange und Nasdaq haben ihre Anträge auf Optionshandel für Bitcoin und Ethereum Spot ETFs zurückgezogen. Bloomberg-Analyst James Seifert ist kaum überrascht und erwartet neue Anträge in den kommenden Tagen oder Wochen. Letzte Woche zog die CBOE ihren Antrag zurück, reichte aber kurz darauf einen überarbeiteten Antrag bei der SEC ein. Seifert vermutet, dass die SEC wahrscheinlich Feedback gegeben hat, was zu den erneuten Anträgen führte. Laut Seifert könnten Optionen auf Bitcoin-ETFs im vierten Quartal 2024 von der SEC genehmigt werden. Optionen erlauben es, Wertpapiere innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu einem festen Kurs zu kaufen oder zu verkaufen. Unser Marktexperte Stefan Lübeck glaubt, dass solche Optionen einen signifikant positiven Einfluss auf den Kryptomarkt haben könnten. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere News zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.